Wie ich sehe, schickt der Rat dich mit uns nach Jeddah. Das ist eine schlechte Idee. Das ist meine Meinung und auch die von Cassian. Was weiß ich denn schon? Meine Spezialität ist ja nur die strategische Analyse. Ich finde diese Antwort vage und wenig überzeugend. Sie darf ihn behalten. Möchtest du die Wahrscheinlichkeit wissen, mit der sie ihn gegen dich einsetzt? Sie ist hoch. Sie ist sehr hoch. Aber ich fand es langweilig und ihr steckt in Schwierigkeiten. Das waren viele Explosionen für zwei Leute, die nicht auffallen wollen. Du hast recht. Ich sollte einfach im Schiff warten. Das Erdbeben von Fukushima in Japan galt als eines der fünf stärksten Beben seit 1900. Es war in der Tat so gewaltig, dass es die Hauptinsel Japans um 2,4 Meter verschob. Doch das ist nur eines der 1,3 Millionen Erdbeben, die jedes Jahr rund um den Globus auftreten. Das schwerste je aufgezeichnete hier in Nordamerika erschütterte 1964 Anchorage in Alaska, eine 9,1. Die Erde bebte ganze 5 Minuten lang. Die freigesetzte Energie entsprach 10 Millionen Atombomben von der Größe, wie man sie auf Hiroshima abgeworfen hatte. Und statistisch gesehen muss man alle 150 Jahre mit solch einem Beben rechnen. Und wir sind schon fast 100 Jahre überfällig. Ich würde sagen, die Frage ist nicht ob, sondern wann es uns trifft. Es wird Zeit, langfristig zu denken. Die nächste NASA-Mission ist Ares-4 und sie soll am Schiaparelli-Krater landen. Das sind 3200 Kilometer von hier. Okay, jetzt kommt der Haken. Ich habe einen funktionierenden Rover, der maximal 35 Kilometer zurücklegen kann, bevor die Batterie an der Wohnkuppel wieder aufgeladen werden muss. Das ist Problem A. Problem B ist, dass die Reise etwa 50 Tage dauern wird. Ich müsste also 50 Tage in einem Rover leben, der nur über ein Minimum an lebenserhaltenden Systemen verfügt und so groß ist wie ein kleiner Van. Das heißt, wenn man die Risiken bedenkt, habe ich eigentlich nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Ich würde dieses Problem gerne sofort lösen, aber bedauerlicherweise sind meine Eier gefroren. Ich kann nicht, ich brech ab. Jemand kommt euch holen. Und sicher gefällt euch das nicht. Ihr macht Geräusche, wenn ihr schlaft. Ich darf das nicht erzählen. Aber er hat schlimme Sachen mit Leuten gemacht und er macht schlimme Sachen mit euch. Ich habe auch blaue Socken. Nein, ich darf eigentlich gar nicht hier sein. Ich habe Mr. Dennis das Licht geklaut, aber er kommt bald zurück und ich kann es nicht lang behalten, sonst merkt er es und dann ist er ganz wütend. Etc. Dachtest du, das ist ein echtes Fenster? Damit du abhauen kannst, etc.? Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Sie, Lieutenant Weinberg? Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie weinen um Santiago und Sie verfluchen die Marines. Sie genießen den Luxus. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß. Dass Santiagos Tod zwar tragisch ist, aber wahrscheinlich Leben gerettet hat. Und dass meine Existenz, obwohl sie Ihnen grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet. Ist
Existenz, obwohl sie ihnen grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet. Sie wollen das nicht wahrhaben, denn tief in ihrem Inneren, aber das sagen sie nicht auf Partys, wollen sie, dass ich an dieser Mauer stehe. Sie brauchen mich an dieser Mauer. Weil ich den Angriff der Japaner auf Pearl Harbor persönlich genommen habe. Alle bei uns waren empört und haben sich eingeschrieben, wie ich. Zwei Männer wurden für dienstuntauglich erklärt. Sie haben sich umgebracht, weil sie nicht dienen konnten. Nein, ich hatte Arbeit in einer Fabrik, hätte mich zurückstellen lassen können, aber das wäre nicht gerecht. Dass andere Männer kämpfen und ihr Leben geben, während ich wohlbehütet zu Hause sitze, das ist nicht gerecht. Ich muss dienen. Und ja, das will ich. Mit Energie und starkem Willen, als Sanitäter im Feld. Genau inmitten der anderen Jungs, nicht weniger gefährdet, nur während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. Wenn die Welt da draußen so auseinanderbricht, erscheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenhalten zu wollen, nicht so abwegig zu sein. Hör zu, ich habe gerade so eine Präsidentenwarnung gekriegt, du auch? Ich glaube, das ist kein Test. Die sagen, unsere Familie wurde für einen Schutzraum ausgewählt. Ich glaube, da läuft irgendwas gewaltig schief mit diesem Komet. Und wieso macht unser halbes Militär dann gerade mobil mit hunderten Flugzeugen am Himmel? Stimmt nur ein Test. Holst du die Sachen aus dem Wagen? Nein, Ellie, ich glaube, das ist kein Test. Die sagen, unsere Familie wurde für einen Schutzraum ausgewählt. Ich glaube, da läuft irgendwas gewaltig schief mit diesem Kometen. Aber in den Nachrichten hieß es, das Fragment stürzt bei Bermuda ins Meer. Das Und wieso macht unser halbes Militär dann gerade mobil mit hunderten Flugzeugen am Himmel?